Wir freuen uns in jedem Fall auf den 120. Deutschen Wandertag hier in Bad Wildungen und sind also dann bestens begeistert, dass die Vorbereitungen hervorragend gut gelungen sind. Wir rechnen damit, dass das ein großer Erfolg wird, der Deutsche Wandertag, der 120. hier in 2020. Die Vorbereitungen, die Bad Wildungen jetzt schon getroffen hat, die sind sehr gut. Also wir gehen davon aus, dass es für unsere Region ein großer Erfolg wird, nachhaltig auch. Unser Wandertagsmotto Wildbunt gesund soll die Erlebnisse für den Edersee gegenüber dem heimischen Publikum, aber auch denen, die deutschlandweit über Deutschlands Grenzen hinaus zu dem 120. Deutschen Wandertag nach Bad Wildungen kommen, so beeindrucken, dass wir nachhaltig immer mehr Menschen für das Thema Wandern in der Erlebnisregion Edersee in unsere Gegend, nach Bad Wildungen natürlich, aber auch in die umliegenden Orte ziehen, um dort Urlaub zu machen. Wir haben das Thema Wild, weil wir die Wildnis in den Vordergrund stellen. Wir haben das Thema Bunt, weil wir die Kulturvielfalt in den Vordergrund stellen wollen. Und wir haben das Thema Gesund, weil wir die Kernkompetenz von Bad Wildungen im Thema Gesundheit natürlich mit dem Verbund in Natur und der Natur unterwegs zu sein, auch ebenso in den Vordergrund stellen wollen. Und wir hoffen, dass wir mit der Ausrichtung des 120. Deutschen Wandertages die Menschen für unsere Region und die Einmaligkeit im Natur- und Nationalpark Kellerwald-Edersee unterwegs zu sein, begeistern können.